Hi und herzlich willkommen zu meinem Langhantel-Oberkörpertraining. Alles, was ihr hierfür braucht, sind ein paar verschiedene Gewichtsscheiben. Ich empfehle 5 und 2,5 Kilo und eine Matte, wo ihr euch auch hinlegen könnt für Bauchübungen und Stretching und so weiter. Und wir fangen jetzt mal direkt an mit einer großen Muskelgruppe, und zwar dem unteren Rücken. Und hierfür ist es wichtig, dass ihr den Rücken gerade haltet und mit 15 Wiederholungen Kreuzheben beginnt. Schön vom Gefühl her den Po nach hinten schieben. Und den ganzen Weg nach unten gehen. Die Beine sind hierbei nur leicht gebeugt. Wir haben die ersten 10 Wiederholungen schon geschafft. Und die zweite Übung für den Rücken ist einmal das vorgebeugte Rudern. Hier machen wir auch 15 Wiederholungen. Schön in den Rücken reinziehen. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Weiter geht's mit dem Bizeps. Wir machen insgesamt 3 Runden, um den optimalen Muskelaufbau zu haben. Für den Bizeps haben wir nur eine einzige Übung, aber diese brennt sowas von krass, und das ist der 21er Satz. Das heißt, wir machen jetzt 7 Wiederholungen den halben Weg unten, 7 Wiederholungen den halben Weg oben und dann 7-mal den ganzen Weg. Ihr macht jetzt einfach mit und schaut, wie ich das Ganze mache. 1, nur bis zur Mitte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und von der Mitte nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und den ganzen Weg. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr gut. Die nächste Übung ist für den Trizeps. Hierfür nehmen wir einmal die Hantel über unseren Kopf und führen diese jetzt runter nach hinten und pushen sie über dem Kopf wieder nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Geschafft! Als nächste Trizepsübung nehmen wir einmal nur eine Scheibe. Ihr könnt hier entweder die Scheibe abmachen von eurer Langhantel oder nochmal eine freie Scheibe nehmen. Und jetzt pushen wir einarmig den Trizeps nach oben. 3, 4, 5. Oh ja, langsam fängt es an zu brennen. Auf jeden Fall haben wir noch einige Übungen für die Schultern vor. Da könnt ihr euch drauf freuen. Schön den unteren Bereich vom Arm nach oben pushen, den oberen Bereich gerade halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wir wechseln einmal die Seite. 2, 3, 4, 5, 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, noch 2, 14, 15. Trizeps ist geschafft in der ersten Runde. Und weiter geht es mit dem Schulterdrücken. Einmal die Langhantel über den Kopf pushen. Oh je, die Arme werden schlapp. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, yes, 11, weiter kämpfen, 12, 13, 14 und 15, bitte öffnen, absetzen. Jetzt kommen noch zwei Schulterübungen, die richtig gut brennen. Und zwar machen wir einmal das Seitheben mit den Scheiben. Hierfür greift ihr die Scheiben schön, beugt euch leicht nach vorne und macht, nimmt wie ein Schmetterling die Arme nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elf, 12, 13, 14, 15 und die allerletzte Schulterübung und die letzte Übung von der ersten Runde nennt sich Truck Driver. Hierfür nehme ich die Scheibe vor mich, gehe einmal nach oben, drehe sie nach rechts, links, runter, hoch, rechts, links, runter. Das brennt jetzt aber richtig gut zum Schluss. 15 und ihr habt die erste Runde geschafft. Nehmt euch ein Schluck zu trinken, bevor wir weiter in die zweite Runde starten. Ich weiß, das Workout ist hart, aber somit könnt ihr richtig effektiv Oberkörpermuskulatur aufbauen. Das sind Übungen, die ich auch so im Fitnessstudio trainiere. Ihr könnt es mit den wenigen Gewichten, die ihr habt, ganz einfach zu Hause nachbauen. Und es ist vollkommen okay, so ein, zwei Minuten Pause zu machen zwischen den Runden, weil wir ja zwischen den Sätzen auch Pausen haben. Deswegen atmet einmal schön durch. Bevor wir gleich wieder mit dem Kreuzheben starten. Ich würde sagen, das war genug Pause. Wir nehmen wieder die Langhantel. Ich stelle mich leicht seitlich hin, damit ihr das gut seht. Und führe diese jetzt schön nah an meinen Beinen entlang nach unten. 15 Mal. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
13, 14, 15 und es geht direkt weiter mit dem vorgebeugten Ruder. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Geschafft. Und unsere Lieblingsübung, der 21er Satz für den Bizeps. Achtet darauf, dass dieser Bereich vom Arm gerade bleibt und ihr nur aus dem unteren Arm nach oben curlt. Erstmal den halben unteren Weg. 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und den ganzen Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geschafft! Wir haben schon über die Hälfte jetzt hinter uns. Oder ziemlich genau die Hälfte, würde ich sagen. Wir machen weiter mit Trizeps. Über Kopf. Nach hinten. 11 habt ihr schon, 12, oh je, 13 einmal kämpfen, 14, 15 und die Langhantel ablegen. Nehmt euch jetzt eine Scheibe für das einarmige Trizepsdrücken. Hier ist übrigens gut, dass man halt nochmal mit einem Arm trainiert, weil man dann halt nicht mit dem stärkeren Arm abfälschen kann. Ihr werdet wahrscheinlich auch merken, dass ein Arm euch dabei schwerer fällt, weil das ist meistens der linke. Aber wieder 15 Mal pro Seite.13, 14 und die letzte Wiederholung Trizeps. Sehr geil. Weiter geht's mit den Schultern. Zuerst das Schlimmste, Schulterdrücken. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh Gott, 10, 11, 12, 13, 14, letzte Wiederholung. Boah, das hat jetzt nicht ordentlich gebrannt, aber es geht direkt weiter, wir machen noch keine Pause. Seitheben,
leicht vorgebeugt mit den Scheiben. Eins, zwei, drei, vier. Sieben, acht, neun, zwölf, 13, 14, 15 und wir legen eine Scheibe zur Seite und machen letzte Übung der zweiten Runde den Truck Driver. Eins, zwei und die Arme werden richtig schwer. Drei, ich spür's schon. Vier, 5, oh je, 6, ich freue mich auf die Pause, 7, 8, 9, die ersten 10, 11, 12, 13, 14, 15, boah, mega stark. Die ersten zwei Runden sind rum. Setzt euch ruhig kurz hin, trinkt einen Schluck, bevor es weitergeht. Ich trinke übrigens beim Training immer essentielle Aminosäuren, also EAAs von Vitaminversand 24, weil die mich halt einfach nochmal mit Eiweiß während dem Training versorgen und mir auch Energie geben, dass ich auch bei harten Trainingseinheiten nicht abbaue, sage ich mal, von meiner Leistung. Und ich mag es halt auch, sowas Süßliches zu trinken, aber ohne Zucker. Also ihr wisst Bescheid, beim Code hier 15 supportet ihr mich, wenn ihr da bestellt. Und ansonsten schreibt bitte eure Workout-Wünsche in die Kommentare, weil ich habe so Bock, immer mehr Workouts für euch zu machen, weil mir das mega viel Freude bereitet und bin da wirklich super dankbar für alle kreativen Ideen. Ich glaube, 1 bis 2 Minuten sind rum. Stellen wir uns schon mal langsam wieder hin. Wir machen auch gleich, da könnt ihr euch drauf freuen, ein kurzes Stretching nach der dritten Runde. Und ihr schafft das. Easy. Habt immer euer Ziel vor Augen. Ein Summer Body, den ihr euch für den Sommer wünscht, zu kreieren. Und wir legen los mit dem Kreuzheben 15 Mal. 4 Schon die ersten 10, 11, 12, 13, 14, 15 und das vorgebeugte Ruder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15. Mega, mega gut. Wir machen direkt weiter mit der Bizepsübung. Habt ihr im Hinterkopf, jede Übung ist das letzte Mal dran. Also, wir sind im Drücken schon durch. 1. 3, 4, 5, 6, 7 und nach oben, Mitte, 3, 4, 5, 6, 7, der ganze Weg, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, geschafft. Es geht weiter mit dem Trizeps. Keine langen Pausen. Gleich sind wir durch mit allem. In den Himmel pushen. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, noch 5, 4, 3, 2, 1, geschafft. Okay, wir nehmen wieder eine Scheibe dazu. Übrigens, umso häufiger ihr das Workout macht, gerne versuchen, das Gewicht zu steigern für den Muskelaufbau. Und die Übungen sind natürlich auch für jeden unterschiedlich schwer, also auch da könnt ihr immer mit den Gewichten variieren. 15 Mal. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, der linke Arm, letztes Mal Trizeps, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, noch 2, 14, 15. Nur noch die Schultern. Eine meiner Lieblingsdinge, die ich trainiere tatsächlich, weil ich finde, eine starke Schultermuskulatur macht super viel von dem Look allgemein aus. Also, dass es einfach einem eine schöne Haltung auch gibt. Ne? Also, ich finde, Schultern machen einfach mehr aus, als wenn man jetzt irgendwie einen Trizeps hat oder so. Deswegen, Schulter drücken, aber richtig kämpfen jetzt. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 10, noch 5, 11, 12, oh mein Gott, 13, 14, und ablegen. Zweite Schulterübung. Seitheben. Nur die Scheiben. Wie ein Schmetterling. 1, 2, 3, 7, 8. 10 haben wir schon. 11, 12, 13, 14, 15. Eine Scheibe weglegen. Und jetzt kommt die allerletzte. Oh, ich bin schon wackelig. Übung. Hoch, rechts, links, runter. Hier ist das nicht ein schönes Rennen. Da weiß man, was man getan hat, ja? Ich liebe das eigentlich, dieses Brennen in den Schultern. 7. Das ist ein Schmerz, den man gut aushalten kann. Versteht mich nicht falsch, es soll kein Schmerzschmerz sein, sondern dieses Brennen in der Muskulatur. Wenn ihr das habt, das ist super. 9. 10.
13, 14 und die letzte Wiederholung. 15. Ihr habt es wirklich geschafft. Legt das Gewicht ab, nehmt eure Getränke und kommt runter auf die Matte. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Das war jetzt schon für mich eine 7 von 10, würde ich sagen, von der Intensität her. Natürlich könnt ihr es selber steuern, wie schwer ihr es haben wollt, durch das Gewicht, was ihr wählt. Jetzt stretchen wir noch ganz kurz ein bisschen den Oberkörper. Dafür laufe ich jetzt mal mit meinen Armen nach hinten in dieser sitzenden Position und lasse meine Beine zu einer Seite fallen. Das dehnt jetzt bei mir an den Schultern. Und atme einfach mal tief ein und aus. Und zur anderen Seite fallen lassen. Und wir drehen uns einmal um auf den Bauch und drücken uns nach oben. Halten die Position ein paar Sekunden, bevor wir uns dann gleich mit dem Po nach hinten schieben. Und den Brustkorb öffnen. Stützt euch mit den Fingerspitzen in den Boden ab. Nehmt mal einen Arm zur Seite. Verlagert das Gewicht speziell auf den einen Arm. Und den anderen. Wir setzen uns einmal hin und nehmen einen Arm zur Seite. Und wir wechseln den Arm. Ihr könnt auch gerne noch ein langes Stretching von mir danach machen, wenn ihr Lust habt. Ich mache jetzt einmal nur ganz kurz noch den Trizeps, den wir auch gerade ordentlich trainiert haben. Dafür zieht ihr jetzt den Ellenbogen rüber zur anderen Seite. Und wir wechseln die Seite. Jetzt stellen wir uns langsam auf unsere Füße und richten uns aus. Lassen dabei alles schön raus. Schütteln uns einmal aus, werden ganz locker, gehen nach oben und wir haben es geschafft. Vielen Dank, wenn ihr bis zum Ende durchgezogen habt. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal.